Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Planlos mit Würfelerde. Wir begeben uns jetzt. Ja, wir sind gewappnet. Warte mal, wir müssen noch ein bisschen Krempel aus der Tasche rausräumen hier. Wir haben hier noch Rotfleisch. Wir müssen erstmal die Mütze wieder aufsetzen, auf jeden Fall. So, die ist so bald kaputt. Essen machen. Fleisch. Knochen. Pfeile. So, wir haben hier noch Wolle. Wir haben hier eine Blume. Setzlinge haben wir noch. Brot und Fleisch nehmen wir mal mit. Den Apfel vielleicht auch. Oder lassen wir den Apfel mal da? Ja. So, wir gehen nämlich jetzt auf Fichten und auf Dschungelbaum-Expedition. Das bedeutet, wir lassen ganz viel Baumaterial hier. Ach, der sieht voll geil aus hier. Oder wollen wir noch schnell ein bisschen die Länder bauen? Könnten wir vorher eigentlich nochmal schnell machen. Ne, wir wollten dunkle die Länder nehmen. Das ist natürlich richtig. Was ist denn das hier? Kirschholz, Natur. Akazienholz. Fichtenzaun. Was ist denn das hier? Schwarzeichenzaun. Ja, Mann, so was brauche ich. Schwarzeiche brauche ich. Okay. Dann werden wir doch mal ein bisschen Material aus den Händen geben. So, hier ist Baumaterial. Dann kommt hier die ganze Glasschicht wieder rein. Die Länder kommen hier rein. Das Akazienholz brauchen wir nicht. Das Birkenholz brauchen wir nicht. Die Birken an sich brauchen wir gerade auch nicht. Das bleibt auch hier. Das bleibt auch hier. Die bleibt auf jeden Fall hier. Ja. So. Ja, die Kohle lassen wir mal hier. Die Setzlinge kommen in einer anderen Kiste. Ich glaube, die waren hier, ne? Ja. So. Ein bisschen Bretter. Bisschen. Ja, kann losgehen. Oder auch nicht. Kann der nicht mehr abhauen? Warum ist denn der hier vor der Haustür? Wenn der hier steht, ist das schlecht. Können wir den durch die Tür hauen? Nee, ne? Ha. Aber hier oben ist halt auch geil. Stell dir mal vor, hier sitzt noch das Dach drüber und dann. Wir müssen noch das Dach komplett bauen, ne? Das ist euch natürlich klar, hoffentlich. Wir müssen hier noch Balken rüber zaubern und dann wird das interessant. Ja. Okay, vielleicht ist er ja schon weg. Wir gucken mal. Jetzt haben wir die Länder weggepackt, ne? Sonst hätte ich gesagt, wir machen hier zu, aber was wir machen können, wir können hier natürlich ambientetechnisch hübsch machen, auf jeden Fall. Aber ja, doch. So. Da. Dann leuchtet das hier oben schon mal schön. Das machen wir natürlich hier oben ebenfalls. So. Na, dann ist hier schon mal ein bisschen Beleuchtung in der Hütte. Ist der Typ immer noch da? Naja, okay. Da hier Mobs spawnen, würde ich das mal mit Fackeln hier auslegen, in der Hoffnung, dass das was bringt, dass sie hier fernbleiben. Wir machen einfach mal so, ne? Okay, dann Abfahrt. Der Tropenbaum ist gewachsen. Ehre. Dann werden wir uns hier durchschlagen. Bis nach oben hoch. Bis nach oben hoch, hat gesagt. Und hoffentlich auch viele Setzlinge davon wiederbekommen. Was ist das da? Ohrentropenbaum. Geil, die brauchen einfach nur 1000 Jahre, dann wachsen die hoch. Die Axt ist kaputt. Wir haben der zweite dabei. Geil, da können wir die Terrasse fertig machen. Das ist ja der Hammer. Aber ich hätte dann trotzdem gerne eine Schwarzeiche. Ist jetzt das Ende der Fahrtstange erreicht? Ich glaube ja, ne? Oder? Zeig mal. Ich würde sagen, ja. Hier ist dann nicht mehr los, ne?
Dann bin ich mal gespannt, wie viele Setzlinge wir bekommen, weil das hat gerade richtig Holz gebracht. Das hat sich übelst gelohnt. So, darauf erstmal ein Brot. Da sind noch welche drin, ne? Wir haben einen. Okay. Was ist hier? Ach du auch, ja, komm her. So, da die hier spawnen, ist das ja nicht schlimm. Da ist der nächste. Wir brauchen vier. Dann können wir hier wieder die nächsten anpflanzen. Ich hoffe, da kommt doch was. Bitte lieber Gott, bitte lieber Gott. Aber eigentlich war das immer so, dass es genau wieder gereicht hatte. Jawohl. Komm, einer noch. Da ist er. Geil, dann kann hier der nächste große wachsen. Den haben wir auch natürlich auch gleich. Hier sind zwei. Die brauchen dann echt 3, 4 Tage, ne? Das ist geil. So, die Eiche ist auch gewachsen. Oder die haben generell ein bisschen gebraucht. Das kann natürlich auch sein. So. Noch mehr? Wir hauen das Ding mal weg hier. Wir haben da auch nochmal einen Tropenbaum drin. Ist hier ein Setzling runtergefallen schon? Nee. Sag mal, spawnt hier keiner? Doch. Nee, da war ein Stock. Nee, da war ein Baum. Dann werden wir ihn da pflanzen. So. Ja, geil. Eiche, 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 Eiche. Eiche. Ein toller Spawn hier gerade, keiner. Da ist was. Dann stecken wir noch einen Tropenbaum rein. Mir soll der wurscht sein. Hauptsache, die wachsen ja. Geil! So. Noch einer. So. Dann gehen wir nochmal schlafen. Vielleicht haben wir Glück und hier kommen keine Mobs mehr. Das wäre natürlich der Hammer. Und dann hätte ich gesagt, bauen wir uns einen Tierstall in den Berg rein. So viele coole Sachen, die wir machen wollen. Die Feder weg. Die Wolle weg. Wir machen uns was zu essen. Da ist schon wieder ein Creeper. Okay, warte mal. Wir brauchen noch eine Axt. Die andere ist ja kaputt gegangen. Und wir haben immer noch keine Metallwerkzeuge. Ist schon eigentlich echt ein bisschen traurig, oder? So. Wir überdauern erstmal hier die ganze Nacht, dass uns da nichts passieren kann. Und dann gucken wir mal weiter. So. Tada! Warte mal. Tropenholz. Da. Wehe dem, der sagt, dass es hässlich aussieht. Das ist wunderschön. Na, hau bloß ab, du. Wir müssen da dein Loch zumachen. Kann das vielleicht sein? Haben wir Erde? Ja. Pass auf, das ist Mission. So machen wir das. Wir haben den Boden hier voll. Das Essen müsste auch fertig sein. Ja. Dann hauen wir hier das noch mit rein. Ne, wobei, machen wir erstmal hier das eine Hähnchen. Geht ja wesentlich schneller. In der Zeit können wir frühstücken. Wir hauen uns mal ein Brot hinter der Kiemen. So. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen Leder. Okay, das Hühnchen nach da. Das Fleisch brauchen wir auch gerade nicht. Das haben wir noch. Das nehmen wir mit. Das. Ja, geil. Ich würde Holz hier lassen. Oder warte mal. Schippe. Brauchen wir noch eine Schippe? Kann eigentlich an sich nicht schaden, oder? Ist die Luft rein? Ja, gut.
Kut, Kut, Knut. So. Seid ihr noch hier unten am Tun oder was ist denn hier mit euch los? Hier unter vielleicht, wa? Müssen wir vorsichtig sein. Ja klar, da steht ein Skelett. Komm her, Junge. Aua. Ha! Die Erde weg. Dann können wir uns jetzt doch endlich mal ein Steinschwert machen. Weil ich wollte mir mit dem Schwert jetzt nicht das Inventar vollklumpen. Erde. Okay, wir machen erstmal hier das olle Loch zu. Ich mag das nämlich nicht, wenn die hier immer alle rauskommen. Das stopfen wir auch. Guck mal, da kommt es schon raus. Die Bande. Bleib bloß weg da. Hau ab. Ah, der Böse wird weggesperrt. So nämlich. Für immer und vor allem. So. Haha, Pech. Ihr kommt hier nicht mehr raus. Das kannst du vergessen. Sehr schön. Na, Kuh, was ist denn los? Komm, erstmal Brot. Wir haben da noch davon, genau. Wir hatten hier dann noch einen Streifen, der noch schön gemacht werden muss. So nämlich. Guck, ach schön, wir stehen hier unter und werden nicht nass. Ist das nicht herrlich? Sieht aus wie so eine Lego-Stadt da hinten. Die Schippe ist kaputt. Deswegen haben wir eine neue. So, die Pfeile brauchen wir auch nicht. Ja, komm, dann müssen wir das hier unten erstmal ordentlich machen. Mir war wichtig, hier ist überall noch ein Grasstein mit bei. Genau, dann wächst hier nämlich noch weiter der Rasen. Das ist fantastisch. So, geil. Okay, dann haben wir hier schon mal das Loch gestopft. Dann kann hier schon mal kein Idiot mehr hochkommen. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das jaucht ja wie die Sau. Na, alles klar. Ja, so, da ist eine Blume. Was machen wir? Erstmal Inventar aufräumen. Wir brauchen nämlich neue Sachen. Ein Steinschwert zum Beispiel. Genau. Für harte Kloppereien. Dann kommen die Knochen nach da, die Pfeile nach da. Ja. Das schlechte Wetter können wir nicht überschlafen, oder? Aber Terrasse ist schon mal geil. Voll schön. Ja, regnet halt voll auf dem Bett. Ist halt ein bisschen doll doof. Jetzt ist die Frage. Wollen wir schon Deckenbalken ziehen? Wir wollten nämlich eigentlich in die Frost... Ja, komm, machen wir gleich. Aber wir können ja trotzdem hier schon mal anfangen mit ein bisschen bauen. Oder was? So. Wir setzen hier einfach mal einen Balken. So, hier ist natürlich Erde. Das ist natürlich nicht cool. Gut. Machen wir das hier vorne nochmal genauso? Wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Und dann da das Dach aufgepackt. Ja.
Okay, dann brauchen wir nochmal Glasscheiben. Okay. Also hier kommt der Dachruf, ne? Heißt, wir kriegen einen dicken, fetten Dachboden. Da es eh regnet, können wir nicht viel großartig was machen. Wir machen erstmal hier die Zapfen. Das wird hier jetzt natürlich auch sehr interessant, weil wir das hier auch machen müssen. Hier wird wieder übelst viel Holz bei drauf gehen. So, wir machen hier mal 3. Kommen wir hier rüber? Ja. So. Und ruckizucki sind die Balken wieder alle, ich sag euch das. Wie viel hatten wir hier? 3. Und den noch. So, wie gesagt, hier kommen nochmal Fensterscheiben rein. Jo. Wobei hier an der Seite müssen wir vielleicht noch freilassen, wenn wir hier wirklich noch anbauen. Wobei, da müssen wir nicht auf 2 Etagen hochgehen. Da reicht ja, wenn wir eh eine Etage machen. Da wird dann nämlich wahrscheinlich doch ein bisschen cooler aussehen. Ah ja, die ganzen Mittelbalken. Oh, das ist ja kein Problem. So, guck mal. Ja, und dann zimmern wir hier die Dachbalken rein. Jetzt machen wir uns einen Dachstuhl. Sind die alle? Ach du Schande. Oh Gott, Leute, wir brauchen so viel Eichen. Ich hoffe, das wird Nacht. Dann nehmen wir jetzt nämlich schlafen. Ja, und so langsam wird es doch ein dicker, fetter Palazzo. Oder haben wir noch Eichen hier? Baumaterial? Eichen? Nein. Dann gute Nacht. Du kannst dann nachts schlafen, Mann. Das ist doch dunkel wie die Hölle hier. Komm, dann gib mir ein paar Fensterscheiben. Dann spielen wir jetzt noch den Glaser. Und dann kriegen wir das aber auch noch geregelt hier, oder? Irgendwie? Warte mal, wie kommt man hier jetzt hoch? Da! Okay. Wie gesagt, hier kommen Balken rein. Das wird dann Fußbodenebene. Wobei hier können wir sogar die Dachspitze freilassen. Ja, geil. Oder? Hier lassen wir weiter rauslaufen. Und noch bis rüber lassen wir das hier ragen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Balken. Jetzt wird es aber dunkel. Jetzt können wir aber schlafen gehen, oder? Jawohl, wollte er sagen. Was eine Fensterfront. Geil. Sehr, sehr schön. So, regnet immer noch. Ehre. Fenster. So. Nehmen wir das noch eine Axt mit? Ne, komm, jetzt gehen wir aber wirklich in diese Frostversion. Frostversion. Frostregion. Ich hoffe, die Mobs sind weg. Sieht erstmal ganz lecker aus hier, okay. Dann Abfahrt. Der nächste Tropenbaum ist fertig. Brauchen wir aber gerade nicht. Wir bräuchten eigentlich Eichen ohne Ende. Na? Hier steht eh, ne? Die nehmen wir mit.
Jeder Balken zählt. Und weiter. Guck mal, da hinten ist hoffentlich eine Schwarzeiche, oder? Da gehen wir jetzt hin. Wir holen uns jetzt den dicken, fetten Baum da hinten. Eigentlich will ich ihn nicht wegmachen. Vielleicht steht daneben noch ein anderer. So ein artengleicher. Aber Schwarzeiche wäre für Dach halt cool. Oder wir machen uns die Taschen einfach voll damit. So, schön Frühstück und Feuer frei. Hier sind halt Eichen. Auf dem Rückweg können wir Eichen mitnehmen. Leute, keine Sorge, wenn die Hütte immer steht, dann brauchen wir nicht so viel auf Ressourcenjagd gehen. Aber soll halt auch geil sein. Ich finde halt diese Konstruieren hier manchmal so cool. So. Wir brauchen halt jeden gottverdammten Stamm hier. Ist halt so. Okay, bis wir da sind, haben wir keine Axt mehr. Das ist der letzte Baum, den wir jetzt mal mitnehmen. So. Ab nach dem Dschungel, rüber über die Schlucht. Das sind bestimmt Schwarzeichen, oder? Oh Gott, jetzt wird ja fast um uns passiert. Ja, aber es ist Wasser. Wir hätten es wahrscheinlich überlebt. Oh Gott. Au. So, wir müssen dann erstmal irgendwie rüberkommen. Da hinten, das sind Schwarzeichen auf jeden Fall. Und wir haben das Boot natürlich wieder nicht bei, weil wir schlau sind. Wir tauchen ein bisschen. Kohle! Hallo! Krass, so viel Zeug unter Wasser. Das ist ja der Hammer. Sind das Schwarzeichen? Nee, das ist Tropenbaum. Das da hinten ist aber bestimmt Schwarzeiche, oder? Das ist so dunkel, das Holz. Ich hoffe es einfach. Wir werden ja sehen. Aber könnte auch Tropenholz sein. Nee, ist Tropen. Oder? Ey, aua. Luft. Ich bin mir nicht sicher. Wer bist du? Was machst du? Ehre, es ist Schwarzeiche. Ja, aber wie geil. Wie kommen wir jetzt an den ganzen Quark heran? So vielleicht. Jawohl. Müssen wir auf jeden Fall Setzlinge mitnehmen. Auf jeden Fall. Ich will den ganzen Baum haben. Ah, ich hab halt nur Angst. Wir müssen halt nachher gucken, dass wir auch alles mitnehmen, weil da liegt auch noch was. Jetzt ist halt die Frage. Ist da schon ein Zeppling runtergefallen? Ja, da hängt einer, okay. Jetzt ist halt das Ding. Wollen wir mit den Stämmen das Dach machen oder wollen wir mit den Brettern das Dach machen? Wäre ja schon interessant. Vor allem wäre auch ein Unterschied. Hä, aber lohnt es ja voll. Ist ja noch mehr? Wir holen doch gleich noch einen. Haben wir Setzlinge? Ja, einen. Ja, wir bräuchten mindestens vier. Kann sein, dass hier noch welche runterfallen irgendwann. Wir bleiben mal ein bisschen hier. Komm, wir machen den auch noch nieder hier. Die Axt ist gleich kaputt. Aber wir haben noch eine bei. Oh Gott sei Dank.
und rein in den Baum. Diese Viereckbäume sind voll geil. Da kannst du dich einfach hochhacken. Kannst du quasi deine eigene Leiter reinzimmern hier. Und ja, da kommst du halt an das Holz ran. Schwarzeiche ist schon echt geil. Da müssen wir so viel mitnehmen wie geht. Das Inventar richtig vollkloppen eigentlich. Oh Mann. Und so doll weit weg ist es ja eigentlich auch nicht. Hallo Pilz. So. Wie sieht's aus? 2. Wir brauchen 4. 4 Setzlinge. Ist bei dem anderen noch was runtergefallen? Wir haben 4. Also wir könnten schon mal nachzüchten. Das ist schon mal gut. Wir machen noch einen platt, oder? Wenn wir schon mal da sind. Wir gehen in den hier. So. Und hier ist pro Baum übelst viel Holz drin. Weil ich einfach alles mitnehmen will. Weil Leute, ich sag euch, der Dach, das wird groß. Hey, fühlt es der Baum hier überall? Hattet ihr jetzt noch mit dazugehört? Ich glaube ja, ne? Da hast du auf jeden Fall noch einen Setzling. Da müssen wir gucken, dass wir da rüberkommen. Krass. Komm her zu mir. So, hier wären noch mehr. Komm, die Eiche nehmen wir auch mit. Okay, noch ein. Wie viele Setzlinge haben wir? 5. Ich hätte gerne noch mehr. Dass wir vielleicht 2 große pflanzen könnten. Dass wir die dann wieder niederstrecken. Hier ist ein Apfel. Hä, wo haben wir den anderen weggehauen? Der war doch hier, oder? War das nicht hier? Komm, wir hauen uns hier einfach durch. Wir müssen nur auf die Uhr achten, weil ihr könnt mir vorstellen, der wird hier gleich wieder dunkel. Und dann hätten wir mal ja ein Problem. So, wir sind bei 6. Wir brauchen noch 2. Die viereckigen Bäume sind auch sehr belohnt, weil wenn einer steht, ne, da kommt halt übelst viel raus. Ziemlich cool. Die Axt ist eh gleich hinüber. Dann ist hier sowieso Abfahrt. Hat das eigentlich einen Unterschied, ob die Axt verschiedene Holzarten hacken muss? Das weiß ich gar nicht. Abnutzung. Wir haben 8. Okay, wir holen uns nochmal ein Brot rein. Dann ist eh Feierabend, ne? Wir haben 2 64er Stacks und ein 22er. Ja, die Axt ist sowieso hinüber. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal hier die Eiche mit. Und hier liegt noch Holz. Und ein Setzling. Und das Holz. Und ein Setzling. Und ab nach Hause. Ach, du Schande, wo ist denn zu Hause? Da hinten, ne? Ach du Scheiße. Da hinten sind die. Oh Gott. Und da hinten sind die Dings hier, die, die Kirschblüten. Das hätte ich fast unser Zuhause verloren. Das wäre echt schlimm. Dann hätten wir sterben müssen. Dann wären zwar alle Bäume weg, aber... Ich hoffe, wir sind richtig. Wir müssen hier auf jeden Fall mal hoch und gucken. Ich glaube, daran geht es nach Hause, ne? Zeig mal. Ja, hier ist der richtige Weg.
Au. Okay, wir sollten schwimmen im Wasser, glaube ich. Ist besser, ne? Oh ja. Er hat sich ja voll gelohnt. So, kommen wir hier hoch? Will aber eigentlich ungern hier durch den Wald latschen. Weil wegen mir das oder Loch. Ach Gott. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns ganz dringend irgendwelche Wege anlegen. So, dahinter. Ah, Spinne! Ach, guck mal hier. Hier liegen noch Sachen von uns. Haufenweise Setzlinge. Ah, Skelett. Ja, hör auf zu schießen. Ich gehe ja schon. Das ist das nächste. Ach Gott, ein Creeper. Nein! Och, das war knapp. Aber wenn er rennen soll, dann rennt er nicht. Da vorne ist wieder ein Creeper. Hau einfach ab. Wir sind doch richtig, oder? Ja, hier haben wir überall Bäume gepflanzt. Genau. Dann ist aber ganz schnell nach Hause. So, hier die spawnen ja noch die anderen Bäume. Na Jungs, ich muss hier mal lang. Ach du Schande, ist ja wieder Party hart. Da. Ich habe leider keine Zeit für euch. Ich muss nach Hause. Ja? Ich bin schon spät dran. Aber der Dubik könnte helfen hier mit den Fackeln. Also ich glaube, hier ist jetzt weniger Durchgangsverkehr. Sagen wir mal so. Haben wir noch was in der Tasche zum Essen? Ja. Noch schön Kotelett drin und dann schlafen gehen. Guck mal, da für Brücke. Da ist er, der Dreckige. So. Wir gehen erstmal pennen. Puh, das war eine sehr erfolgreiche Tour, Leute. Mega geil. Was sagten die Ausbeute? Wir haben einen Apfel, wir haben 9 Setzlinge, wir haben 11 von Eichendinger. Okay, wir haben 2 64er Stacks und 23. Okay, jetzt ist die Frage: Machen wir das Dach aus schwarzen Brettern oder legen wir da schwarze Balken drauf? Das wäre zu klären. Des Weiteren, wie und wo machen wir die Treppe hoch zum Dachboden? Weil wir haben jetzt nochmal hier den Treppenaufgang genau in der Mitte. Aber sieht schon geil aus, oder? Wie viele Eichenstämme haben wir? 34, das ist ja ja nichts. Nö, das hilft ja nichts. Dann legen wir erstmal die Balken. Ja, weiß ich nicht. Ziehen wir die hier auch nochmal lang? Ja, warum nicht? So. Haben wir ja hier auch gemacht. Genau, dann machen wir das überall. Zack, zack, zack. Wir sind eh gleich wieder alle. Die reichen natürlich nicht, ist ja klar. Und das war's. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber so kriegen wir halt die zweite Etage irgendwann mal fertig. Jetzt ist halt wirklich die Frage, was machen wir? Wir müssten dann da halt nochmal hin, ne? Weil schwarze Bretter. Komm, wir probieren das mal aus. Wir brauchen erstmal eine Axt. Gehen mal hier runter. Können wir uns hier noch welche machen? So, pass auf. Wir stellen mal hier Erde hin. Dann machen wir uns mal ein paar Bretter. Was ist denn hübscher als Dach?
Das sieht als Dachschindeln doch bald besser aus, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Okay, dann machen wir doch Dachbretter. Hat den Vorteil, wir haben mehr Ausbeute, weil aus den ganzen Stämmen bekommen wir halt mehr Bretter. Ist ja nicht so doof. Aber wir brauchen noch Eichen. Bevor wir mit dem Dach anfangen, müssen wir erstmal die Balken legen. Ach, verdammt. Mach mal noch eine Axt. So, wir gehen auf Eichenjagd. Steht hier zufällig eine? Ne, hier ist so eine Birke. Aber wir haben Setzlinge. Wir können neue überall verteilen. Hier ist noch Akaziensetzling. Ja, irgendwie wachsen die Eichen nicht. Sollen die Kacke? Hier wachsen die auch nicht. Hier wachsen wie ja nicht, die fühlt. Was sind das schon wieder? Okay, dann ist hier schon mal Sackgasse. Wir pflanzen hier nochmal welche, aber ich glaube nicht, dass die hier wachsen werden. Jedenfalls nicht so schnell. Ist das hier so ein halbes Wüstenbiom, dass es so trocken ist? Weil ich glaube, Akazien wachsen ja jetzt da, wo mehr trocken ist, oder? Okay. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, was wir machen. Wir machen mit dunkle Bretter. Das ist schon mal okay. So, haben wir da drüben Eichen? Jawohl, da stehen noch welche. Linke Seite am Dorf. Das wird super. Wir waren immer noch nicht in der Schneeregion da hinten. Verdammte Hacke, Mann, ey. Wir nehmen uns einfach die hier weg. Das Ding ist, wir hatten hier doch auch so viel gepflanzt, oder? Okay, die ist ja auch schon mal gerade. Ist sie eben gerade neu gewachsen? Nö. Alles für die Aufforstung. Guck mal, hier sind so viele Setzlinge, wo eine Strauß geworden ist. Na? Spinni, Spinni, Spinni. Bleib mal da in deinem Loch drin. Hä? Warum wachsen die Eichen nicht? Was ist denn das hier? Gibt's da ja nicht. Oder müssen wir noch einen Tag warten? Keine. Hallo? Wie mir alles sich streut mit Akazien und so einem Quark. So. Da oben stehen noch welche. Apfel. Die ganzen Balken legen, der frisst halt Holz ohne Ende. So. So, gleich wieder in drin gestopft. Da auch. Da hinten ist wieder so ein Bienennest dran, ne? Hier hinten stehen noch welche. Aber ist schon alles sehr weit weg vom Schuss, ne? Wenn du mal so guckst. Also ich kann mir schon denken, warum viele auch mit Creative Mode bauen, weil sie einfach die Ressourcen dann einfach so sofort alle da haben. Kürbisse. Ist aber dicht am Wasser hier der Baum. Mach sie jetzt Axt kaputt, die bitte Olli Strüpp. Okay, dokay. Da, die nehmen wir auch noch mit.
Dann sind wir schon wieder sehr weit weg von zu Hause. Also nur um Holz zu holen, ne? Das ist schon wieder eine halbe Weltreise hier. Okay. So, da kann ja alles despawnen, das ist mir Latex. Alle hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Ja, da, 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 da. So wachset doch. Stellt euch nicht an. Na, das Haus wird schon fett. Wie viel haben wir denn? 57, da kommen wir noch ein bisschen mit. Ist okay. Aber wir sollten auch den Tropenbaum irgendwo einpflanzen. Ich würde sagen, wir pflanzen noch alle Beete, ne? Die werden wahrscheinlich auch wieder Ewigkeiten brauchen, bis die wachsen. So, den Apfel drücken wir uns. Und ab nach Hause. Abflug. Dubidubidu, das ist schon ganz schön konfus da, aber okay. Da-da-di-da-da. Ich hätte gerne ein paar mehr alt. Jetzt brauchen wir einen guten Baumpflanzplatz dafür. Wo auch Platz ist für das Ding. Was ist denn hier eigentlich? Wir schaffen uns mal Platz dafür. Okay, hier ist die Stein, das ist schon mal doof. Und die Kabel, die fühlt, die wird gleich wieder dunkel. Guck mal, die Sonne ist schon bald wieder am Horizont. Wir entfernen dich. Dann machen wir hier mal die Steine raus. Hat den Vorteil, wir haben gleich wieder Steine in der Tasche. So, und dann drücken wir hier ein bisschen Erde rein. Und dann würde ich sagen, pflanzen wir hier den ersten. So wachse er. Und den anderen von mir aus. Hier. Ja, und Abfahrt. Wir gehen nach Hause schlafen. Der ist gerade gewachsen, den lassen wir aber. Also ihr fallt mich aber auch nicht, ne? Aua. Aber so wie es aussieht, haben wir gerade Ruhe von Creepern, weil die Höhle ist zu. Das ist vielleicht ja nicht so verkehrt. So. Nochmal in Apfel snacken. Und ab in ein Bett. So. Warte mal. Sieht das geiler aus, wenn wir die Balken hier abhobeln? Ja, ne? Und wir machen mal da die Rinde ab. Der verbraucht halt auch übelst Axt, aber hey. So. Bei denen auch? Ne, nur bei den Querbalken, ne? Okay. Ja, ich glaube, das ist besser. Dann gehen wir mal hoch und machen hier weiter. Bam, 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 bam. Ah, nee. Wo kommst denn du her? Haust du wohl ab? Gehst du aus meinem Haus?
Ich will hier kein Unitiefer. Nein, nein, nein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wo kommen wir? Hier kommen wir hoch. Die anderen kommen wir vom Balkon aus ran, okay. So. Ja, ich glaube, jetzt sieht besser aus, oder? Nur ist es eh passiert. Was willst du machen? Ja, wir müssen Balken legen. Ah, hier ist aber weit weg. Au. Dann machen wir von unten. So, und hier lang. So kriegt ihr da langsam die Sicht. So, wir haben noch 30. Erstmal ein Apfel. Und ich hab die gefühlte drei Stück wieder hinten und vorne nicht. Wobei hier ist überall zu, das ist okay. Hier in der Mitte noch. Ja, okay. Das ist sehr gut. Wir müssen runter auf den Balkon. Stimmt ja. Oh. Nee, doch, war richtig. Warte mal, den da oben halt gemacht, ne? Ja. Ist so besser? Ich glaube, so ist besser, oder? Ja. Definitiv. Sehr, sehr schön. So wie gesagt, das andere ist Bauholz, das bleibt so. Aber hier, die im sichtbaren Bereich, die sind alle schön entrindet und nackig. Okay, wir wollen ein Dach bauen. Verdammte Hacke. Da war ja was. Und die Länder machen wir aus Fichtenholz. Ja, da bleibt er doch weg. So, die Tür hier ist zu. Ist okay, okay, okay. Also machen wir erstmal schwarze Bretter ohne Ende. Und hoch. Wir bauen uns ein Dach. Und wir kommen nicht mehr hoch. Na klasse, warte mal. Erde. Deswegen sage ich ja, wo soll die Treppe hoch zum wisst schon, hier zum, na? Am besten hier hinten, oder? Haben wir noch Akazienholz dabei? Nicht viel. Oder wollten wir hier oben Eichenwände stellen? Weil dann könnte ich hier die Wand zumachen und dann könnten wir hier an der Seite eine Treppe hochlegen. Das wäre eigentlich übelst praktisch. Was stampft denn hier? Haut alle ab. Macht keinen Stress hier. Wir haben ja noch Akazienholz unten, ne? Warte. Meine lieben Freunde. Es wird Zeit für eine schöne Tür. Guck dich das an. Das ist da mal tausendmal geiler, oder? Yeah. Hallo? Zu, das ist meine Haustür. Wo wollt ihr Kinder? Achso, Akazienholz holen. Dann kann die Tür nach da. Und wir nehmen... So, und wir machen... So. Abflug.
Ist aber ein Hin und Her, eieiei. Dann brauchen wir noch ein paar Treppen. So, was haben wir denn zum Auswählen hier? Eine Eichentreppe. Ja, warum eigentlich nicht? Und zwar können wir die hier hochlegen, oder? Ey, passt das genau? Ehre. Einfach geil. So, damit haben wir den Weg in den Dachboden. Brrr, tada! Okay, jetzt müssen wir hier aber erstmal loslegen mit dem Dach bauen. Frage, wo fangen wir an? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne überstehen lassen. Wie sieht es denn aus hier mit Eichenstämme? 13, das ist nicht viel. Boah, wir brauchen eins, zwei, drei, vier, acht Stück, das geht. Das war falsch, verdammte Hacke. Nein. Wiedersehen. So. Das wird hier Ewigkeiten dauern, Leute. Das weiß ich jetzt schon, aber wird geil. Hoffe ich. Der Hausbausimulator. Ja, wäre ich fast bereit, hinzugehen und da unten nochmal ihn ranzusetzen, aber dann reicht der, glaube ich, wieder nicht. Tja, wir brauchen einfach mehr Eichen. Wir laufen hier schön über das Glas. Genau. Sie braucht Erde. Und dann fangen wir mal an. Zack. Lalalala. So. Das lassen wir hier wie weit überstehen? Ja, so ist okay. Der wird richtig Holz fressen. Der wird so viel Holz fressen, Leute. Wird doch übelst abenteuerlich nachher über die Terrasse. Aber ich glaube, ein dunkles Dach ist sehr, sehr stark von der Optik her. Deswegen will ich das haben, auf jeden Fall. So, ab jetzt wird es interessant. Wir müssen halt noch ein ganzes Stück weiter raus. Ich würde gerne so bis da überlappen lassen. So ein richtig überragende, tragende Dach. Oder wollen wir hier auch noch zwei raus? Na, nee, das wird mir bald zu dolle. Jetzt ist die Frage, machen wir so ein rustikales Dach oder wollen wir das mit Stufen machen? Mit Stufen wäre nur hübscher. Aber da müssen wir noch mehr wegbauen wieder. Boah, dann brauchen wir hier Rüste und so den ganzen Quark. Ohne Ende sogar. Dann ist, glaube ich, das, was wir hier jetzt gerade bauen, tragend. Da muss das andere alles wieder weg. Dann müssen wir sehr, 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 sehr viele Stufen bauen. Okay. Dann machen wir die Bretter alle wieder weg. Das Problem ist, die fallen halt alle runter. Jetzt haben wir halt Nacht.
müssen wir auch alle einsammeln wieder. Ja, bitte? Okay, hat er den Vorteil? Wir können hier rübergehen. Und hier auf den Balken einfach draußen in den Ruf packen. So. Dann können wir hier jetzt mal weiter ausbauen. Dann machen wir von außen mit Stufen. Ja, ist, glaube ich, besser. Ah, jetzt kommen wir wieder verdammt, 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 verdammt. Jetzt kommen hier wieder Ideen. Wir könnten zum Beispiel das hier, was wir hier gerade gebaut haben, auch mit Balken machen. Dass wir uns hier Dachbalken drauflegen, so einen richtigen Dachstuhl. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, das sind alles ätzend. So, wir holen uns erstmal unsere Items wieder. In der Hoffnung, dass wir hier nicht draufgehen. Weil ich will mein teuer erfarmtes Schwarzeichenholz eigentlich nicht wegwerfen. Ja, überredet, Kumpel. Ist okay. Danke, danke. Aua, aua. Mein Holz. Habe ich alles? Nee, da liegt noch was. Jetzt haut doch ab hier. Verschwindet. Hör auf damit. Wir sterben gleich. Habt ihr denn alle eine Panne? Haut ab hier, ich will mein Holz haben. So. Jetzt lass mich in Ruhe, geh schlafen. Durch unsere wunderschöne Tür und ab ins Bett. Ach, ist ja wieder anstrengend mit euch hier. Die Nachbarn, die nerven aber hart. Da müssen wir vielleicht auch nochmal was machen, dass die hier nicht mehr so hochkommen können. Aber erstmal schlafen. So. Okay. Ey, wir müssen unbedingt was essen. Wir haben Bogen. Eigentlich geil. Aber wir sind fast tot. Das ist nicht geil. Hör mal auf so klingeln. Ich hab keine Zeit. Ich bin nicht da. Lass mir in Ruhe. So, wir kloppen uns erstmal Fleisch hinter die Kiemen. Dass wir erstmal heile werden. So, dann brauchen wir ein Crafting Table. Wir brauchen davon unfassbar viel. Nur 12? Oh. Ja, ich hätte jetzt halt voll Bock, dass wir da Balken drin zaubern. Da könnten wir wieder Akazienstämme nehmen. Eigentlich. Wäre ganz cool. Weil die haben so eine schöne rote Farbe. Die würde wieder cool aussehen. Haben wir noch welche im Inventar? Ja, 19. Oder machen wir denn nur der Optik wegen? Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir könnten hier nochmal einen Deckenboden drin zimmern, eigentlich. Haben wir Birken? Oh, wir haben ja keine Birken mehr, oder? Doch. Warte mal, davon haben wir so viel, glaube ich. Da müssen wir nochmal ins Schlafzimmer gucken. Oh, Gott sei Dank. So, dann legen wir uns erstmal einen Fußboden rein. Die dritte Ebene quasi. Treppe hoch, einmal rum. Treppe hoch und Fußboden. Gott, Leute, ich sag euch, ich dachte, das wird nochmal richtig, richtig anstrengend werden. Aber wenn daher fertig ist, ist es dann doch wieder ein bisschen geil. Und wir haben einen dicken, fetten Dachboden. Ja, hier lassen wir offen. Und hier haben wir auch richtig Fläche jetzt.
Das war natürlich falsch. Und Gott sei es gepriesen, sie haben sogar gereicht. So, das ist unsere Dachbodenfläche. Das hier hinten ist halt natürlich wieder unnutzbarer Raum. Lassen wir aber frei stehen. Ja. Okay. Ne, pass auf, ich zeige euch nämlich, was ich meine. Den wir gerade gelegt haben hier. Das könnten wir. Oh, oder? Doch nicht? So als Dachbalken? Ja, wir müssen das mal ausprobieren. Dass ihr, glaube ich, eine Idee kriegt, wie ich das meine. Wenn wir den da jetzt ranpacken und dann den da noch ranpacken. Und dann gehen wir mal runter. Hoffe, wir haben noch genug Erde. Ja. So. Ach so, übrigens, warte mal. Was ist denn, wenn wir da... Der ist natürlich total Käse. So was machen. Ist doch viel hübscher, oder? So. Gut, guck mal, hier sind noch unsere schwarzen Bretter. Das ist fantastisch. Ja, jetzt müssen wir irgendwie hochbauen. Oh Gott. Noch höher. Wir müssen ihn rüber. So, jetzt passt mal auf, guck mal. Wir müssen vielleicht noch ihn rüber. Da müssen wir so ihn rüber. Und dann müssen wir uns hier erstmal die Dachkante legen. Und die Erde müssen wir nachher wieder wegkloppen, ist ja klar. Ne, ist gerade nur ein Hilfsgerüst. Aber da ich hier die Gerüste habe, müssen wir uns anders halt mit behelfen. Der Vorteil ist, haben wir noch Eichen? Ja, fünf. Guck mal, so meint ihr das. Hier haben wir ja doppelt. Wenn wir jetzt da nochmal unterstecken, dann sieht das nämlich wieder cool aus. Guck mal so. Oder? Das ist doch was. Da kommen wir noch nicht ran, aber hier hinten können wir es schon machen. Und dann hauen wir hier jetzt mal ein paar Stufen ran. In der Hoffnung, dass wir hier nicht runterfallen. Hat natürlich den Vorteil, wenn wir hier Akazienstämme nehmen. Davon haben wir sehr viele. Dann können wir nämlich die schwarzen Bretter alle in Dachziegel umbauen. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Dann können wir das auch gleich mal richtig ausdehnen, soweit wie wir hier wollen. Das war ein Anfang für Dachrahmen und ungefähr eine Richtung. Das wird sehr imposant und groß werden, das Dach. Das ist auf jeden Fall klar. Ich würde sagen, bis da so, oder? Mal gucken. Wo sind wir hier? Oh ja, doch. Na, so würde ich schon gehen. Das ist verkehrt rum. Verdammte Hacke. Warum? Wir haben wiederbekommen. Das ist ja voll geil. So. Okay, kommen wir hier irgendwie rauf, wieder aufs Dach. Theoretisch ja. Dann müssen wir die hier unten alle raushauen. Das fällt natürlich alles wieder runter, das ist natürlich schade. Müssen wir alles wieder einsammeln. Ah, wir sind runter. Mann, ey. Das hat ja bald ein Ende, ne? Diese hin und her fallen hier gerade Dachbauen. Das ist immer so fummelig und so nervig, aber. Kriegen wir alles hin.
Weil dafür sehen nämlich die Akazienstämme sind wieder mega aus. Ich habe irgendwann schon mal ein Haus gebaut, da hatte ich die Akazienstämme so als Dach generell. So mit blauen Schindeln sah das ja dann nachher aus. Das war auch ganz cool. Oh Gott, das reicht da hinten und oben nicht. Alle. So, und wenn wir dann jetzt hier hingehen, dann können wir nämlich hier rauf. So. Und hier dann den nächsten hinstellen. Ja, und dann immer so weiter. Dann kriegen wir hier nach und nach unser Dach fertig. Müssen wir natürlich auf beiden Seiten machen. Wir brauchen sehr, sehr viele Akazienstämme noch anscheinend. Haben wir noch was zu essen bei? Natürlich nicht, oder? Warte mal, war da noch Fleisch? Klar. So, dann gehen wir uns mal von unten angucken und dann ist hier Feierabend für heute. Das wird wahrscheinlich beim nächsten Mal unsere Mission, das Dach bauen. Na, guck mal, dann haben wir da nämlich so einen schönen Dachbalken drin. Und dann wird sich das da schön rüberlegen. Oder müssten wir das noch eh weiter rüberlappen lassen? Nee, mit dem Balken, das ist okay. Mit dem Akazien. Ja. Okay, also wir brauchen Akazienstämme. Nicht gerade wenig, ne? Weil wir werden hier nochmal einen schönen Dachstuhl bauen müssen. Gucken wir mal. Könnte interessant werden, unser Bauvorhaben. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal die Zwischendecke wieder drin. Wir sind bei 2 Etagen und jetzt kommt nochmal richtig was oben ruf. Aber der Dachboden, der bleibt so ein offener Spitzboden, weil hier werden bestimmt nochmal E2 Etagen dazukommen. Müssen wir mal gucken. Ja. So, Leute, aber wir bauen uns ein Dach. Was das wird? Keine Ahnung. Vielleicht klappt das auch nicht. Wir müssen mal gucken. Ja. Auf jeden Fall so ist der Plan, dass wir uns hier mit die Akazienstämme Dachbalken legen quasi und ja, den Dachstuhl konstruieren. Das wird wohl alles nach und nach passieren. Also beim Bauen, ne, von unten nach oben. Und dann werden wir da immer schön die braunen Schindeln ranpacken. Ja, so ist der Plan. Das wird doch was. So, es wird dunkel, Freunde. Und ich würde sagen, das ist das Zeichen. Wir gehen jetzt schlafen und beim nächsten Mal gehen wir ein paar Akazien plattkloppen. Und dann werden wir uns dem Dach widmen und die Hütte endlich mal zumachen. Und dann können wir spielen. Also wir müssen natürlich noch Inneneinrichtung machen und so, ist ja klar. Aber erstmal nochmal ein Kotelett und gute Nacht. Doch, guck mal, mit den abgehobelten Balken sieht deutlich schöner aus. Ja, es wird so langsam. Na? Ich freue mich, Freunde. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch und Renni hauen.